Hallo YouTube, willkommen zum nächsten Otaku-Update in diesem Jahr. Also es wird das letzte sein, weil heute der 31.12. ist. Und ich wollte auch deswegen ein gutes, frohes, neues Jahr wünschen. Und ja, es sind in diesem Jahr sehr viele Mangas und sehr viele Animes neu dazugekommen, da ja auch Weihnachten war. Und wie ihr im Hintergrund auch sehen könnt, habe ich mir die neue Ausgabe der Animania gekauft. Und ja, dann beginnen wir mal mit den Animes, die ich in diesem Monat bekommen habe. Da haben wir erstmal Batoon, ja, die Sammelbox mit der ersten Volume drinnen. Batoon habe ich mir schon angeschaut, ist eine sehr gute Serie. Es geht halt um diesen Jungen da, der ein Online-Spiel im Internet spielt, das ich auch... Oh ja, es nennt sich, glaube ich, auch Batum und es geht darum, dass man mit Bomben andere umbringt. Und plötzlich wird er von einer Armee entführt und die bringen ihn dann auf eine einsame Insel, wo 24 andere Leute dort sind. Und die müssen dann, also wie ein Battle Royale halt circa, dass sich dann alle gegenseitig umbringen müssen. Und ja, es ist eine sehr gute Serie und die deutsche Synchronisation ist... Es geht, es ist in Ordnung. Dann haben wir Waiting in the Summer, Blu-ray, ist bei Kase erschienen und ja, diesen Anime habe ich noch nicht gesehen. Es ist ein Science-Fiction-Romanze, schaut ganz gut aus, ist ab 16 Jahren freigegeben. Ja, drinnen befindet sich noch... Und die CD halt mit einer süßen Zeichnung hier. Und ja, hier nochmal die Hinterseite, falls wer das lesen will, hier. Und ja, ich habe gute Rezensionen im Internet gelesen und ich glaube, der Anime wird auch ganz gut werden. Dann haben wir Maki, The Labyrinth of Magic von Kase erschienen. Blu-ray. Ja, was soll man dazu sagen? Also es gibt einen Manga davon. Davon sind glaube ich schon drei Bände erschienen. Und den habe ich auch noch nicht geschaut. Die Geschichte kenne ich auch noch nicht so ganz. Aber auch wieder im Internet gute Rezensionen darüber gelesen. Eigentlich kaufe ich mir jeden Anime, der in diesem Monat rauskommt. Also, jo. Nochmal. Hier die Vorderseite, die Rückseite und da sind auch so ein kleines Beilageheft mit der Leseprobe und dann haben wir auch ein Booklet. Ja, also ganz schön aufgemacht. Dann haben wir hier noch die CD. Nochmal alles reingeben schön, dass nichts zerknittert, was ich gerade nicht schaffe. Dann legen wir es einfach mal so beiseite. Dann einen Film, den ich zu Weihnachten bekommen habe. K-On! The Movie. Auch bei Kase erschienen. Zuerst wollte ich mir, wie der im, glaube ich, im Sommer rausgekommen ist, wollte ich mir ihn gar nicht kaufen, weil er über 30 Euro gekostet hatte. Obwohl nur ein Booklet dabei war. Ja, und die CD halt. Wie man hier sieht, die fünf Charaktere von K-On!. Ja, sie fliegen nach London und dort erleben sie dann viele Sachen. Und ja, ist sehr süß gehalten. Wie man es von K-On! Erwartet. Und ja. Den werde ich mir heute anschauen. Und ich hoffe, er wird gut. Hier nochmal das Booklet. Und ja. So, jetzt kommen wir zu den Mangas. Da haben wir erstmal Sailor Moon, den ersten Band. Ja, zu Sailor Moon braucht man eigentlich nicht sehr viel sagen, einfach ein Kindheitsklassiker. Und den habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ja, ich habe ja auch die DVD von Sailor Moon. Ich So, Entschuldigung für die Unterbrechung, meine Kamera hatte keinen Speicher mehr und da musste ich sie wieder neu alles löschen und ja. Wir waren bei Sailor Moon stehen geblieben.
Ja, von Sailor braucht man nicht sehr viel sagen. Jetzt ist auch eine DVD von Sailor Moon erschienen, bei Kaze, die fast über 56 Euro gekostet hat, also zu viel. Ich glaube, das habe ich eh mal in einem Update gezeigt, die Sailor Moon Box, aber ich weiß nicht ganz genau. Ja, sehr schöne Box. Es sind Sticker, glaube ich, drinnen und ein Vorschauheft von Kaze. Möchte ich aber jetzt nicht rausnehmen. Ja. Dann habe ich noch einen Anime, den ich vergessen habe zu zeigen. Sword Art Online, die Volume 2. Ich sag euch, Sword Art Online ist so ein Bomben-Anime. Mann, also diese Volume war wirklich am spannendsten. Und falls wer noch nicht Sword Art Online gekauft hat, ihr müsst es euch kaufen, weil Sword Art Online ist einfach nur so ein Bomben-Anime. Also das ist wirklich jetzt einer meiner Lieblingsanimes in diesem Jahr gewesen. Und ja. Dann kommen wir zu den Mangas, die ich mir in diesem Monat gekauft habe. So. Da haben wir erstmal Liar Game, Band 5. Bei Liar Game bin ich erst beim ersten Band und ich weiß nur, dass es um ein Mädchen geht, was glaube ich hier abgebildet ist und sie muss irgendwie um Geld kämpfen, also sie hat 100 Millionen Yen, glaube ich, bekommen und sie muss den anderen Leuten auch Geld wegschnappen, damit sie gewinnt und so. Also eine ganz irgendwie verwirrende Story, aber ich glaube, von Band zu Band wird es dann immer aufgeklärt, worum es geht und ja, Liar Game. Dann haben wir Mirai Nikki Mosaik, das war der andere Band, Mirai Nikki Paradox. Auch wieder eine Nebengeschichte von Mirai Nikki. Habe ich auch noch nicht gelesen. Und ja, hoffe es wird mal gut. Kostet in Deutschland 57 und in Österreich 87 und ist bei Egmont erschienen. Ich kann ja mal reinschauen. Wieder mal Blut. Zeichnungen sind auch sehr schön. Und hier nochmal an der Seite. Und ja. Dann haben wir Ultimo Band 8. Ja, auch eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Also ich mag den Manga sehr. Und er ist auch sehr actionreich, wie man hier sehen kann. Und ja, ist auch bei Egmont erschienen. Kostet nur 27. Und in Deutschland 7 Euro. Und ja. Dann kommen wir zu, meine Stimme versagt schon, so, Noragami, Band 5, auch bei Egmont erschienen, kostet 57 in Deutschland und 87 in Österreich. Ja, Noragami habe ich noch nicht gelesen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, aber von den Zeichnungen her und von, wie man, also, es schaut sehr gut aus, finde ich. Ja, also, rein durchs Durchblättern nur, sehe ich schon, dass es eine gute Geschichte hat, glaube ich. Und es hat auch sehr viel Action-Elemente, sieht man. Und der erinnert mich irgendwie an Rin von Blue Exorcist. Rin. Ich glaube, er heißt Rin. Oder der Bruder von ihm. Ich glaube, Rin. Ja, auf jeden Fall der von Blue Exorcist. Rin. Okumura. Ich glaube, er ist sehr ähnlich. Ja. Noragami. Dann haben wir Tokyo Summer of the Dead. Von Chichi Kogura, Band 3. 7 Euro in Deutschland, 27 in Österreich. Ja. Lehnt sehr an High School of the Dead an und es ist fast, nein, nicht fast dasselbe, es geht auch um Zombies und so. Und es ist fast wie High School of the Dead, wie schon gesagt, aber ein bisschen anders und das finde ich auch gut daran, dass es anders ist. Ja, Manga ist sehr toll.
Gefällt mir sehr gut bis jetzt. Und ja. Dann geht's weiter mit Toradora, Band 5, von Yuyoko Takemiya und von Tsukio, auch bei Egmont erschienen. 7 Euro in Deutschland und 27 in Österreich. Toradora habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ich habe mir eigentlich den Manga gekauft, weil mir die Zeichnungen so gut gefallen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber mir hat er einfach gefallen und in den Foren hat man auch gelesen, wann kommt er endlich nach Österreich oder nach Deutschland? Und deswegen musste ich ihn mir einfach kaufen. Und ja. Dann geht's weiter mit Resident Evil Band 4. Bei Kase erschienen. Kostet 7,99 in Deutschland und 8,30 in Österreich. Ist noch in der Verpackung drin und wird auch drin bleiben. Ich glaube, das ist auch der letzte Band, der Abschlussband, bin mir aber nicht sicher. Und ja, also ich habe nur bis jetzt Band 1 mal 2 gelesen. Und in Band 1 ging es darum, dass sie zu einer Schule gefahren sind, also zu einer Klosterschule. Und dort ist ein Mädchen mit einem Zombie-Virus angesteckt wurden. Mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß nur, dass es um eine Klosterschule geht und da ist dann ein Zombie-Virus ausgebrochen und dann werden alle ganz verrückt und ja. Dann geht's weiter mit Tokyopop. Da haben wir erstmal Servamp Band 3. Ja, 6,95 in Deutschland und 27 in Österreich. Ist ab 13 freigegeben und ist ein Mystery Manga. Servamp habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ja, falls wer mal reinblicken möchte, hier hat man eine Seite. Es ist, naja, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, aber es schaut ganz gut aus. Ich hoffe, es wird auch gut, weil, ja. So, dann haben wir hier dann nochmal die Kasen-Preview. Ja, wie immer mit Soul Eater, okay. Also Soul Eater Not, das war ja der Zusatzband, der rausgekommen ist. Soul Eater Not. Naruto, One Piece. Standard-Mangas, High School of the Dead, Ikigami, School Party, Doubt, Uzumaki. Und ja, einfach nur normale Previews, K-On! College. Dann noch Romanzen-Mangas, Black Butler hier, Werbung, Vampire Knight. Yaoi. Werbung. Die ganzen Mangas, die im Dezember, März und bla 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 rauskommen werden. Und hier halt. Ja. Dann auch hier die Schokolade. Die Schokohexe. Okay. Ja, dann kommen wir zum letzten Manga, den ich mir mal gekauft habe. Bloodlads. Und ich weiß nicht, ob die Seiten picken werden. Mann. Dieses Mal geht's sogar, weil bei den letzten Bänden war es ja so, dass die wirklich miteinander verschmolzen waren und die konnte man nicht aufreißen. Und also Bloodlet ist einfach nur ein ganz guter Manga, Comedy, Action, also es ist alles, oh mein Gott, geile Zeichnung. Das ist meine Farbseite. Wow. Bloodlet, Kaufempfehlung, also wer auf Comedy, Action, Fantasy und auf das alles steht, ist damit goldrichtig bei Bartlett. Ja, kostet auch 27 in Österreich, 6,95 in Deutschland. Ja, und ist ab 13 freigegeben. Ich hätte es lieber als ab 15 freigegeben, weil dort gibt es auch ein paar Blutszenen, glaube ich.
Und Bloodlet, der Anime, wird auch dann nächstes Jahr im Frühjahr bei Nippon Art erscheinen, glaube ich. Ja, bei Nippon Art erscheinen. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, man kann es sogar schon vorbestellen auf der Nippon Art Seite. Und ja. Ja, das war's mit dem Update. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss!